Ja, ich bin Max Marv und was los? Ich bin Alice Dwyer im Interview mit Marcel. Was los? Schlank wie ein Reh, hä? Und so hübsche dunkle Augen. Wie bei einer Jüdin. Ich dachte, es gibt keine Juden mehr in Berlin. Je schlimmer die Gesetze wurden gegen Juden, desto mehr spielten wir mit der Idee, unterzutauchen. Was machst du? Du bist verrückt. Mama, ich will hier bleiben. Ich will leben. Guten Morgen erstmal, Alice Dwyer und Max Marv. Ich habe den Film ja schon gesehen, aber könntet ihr für Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, die mit dem Thema auch jetzt nichts groß anfangen können. So Zweiter Weltkrieg ist ja eher abschreckend, als dass man sich darüber freut, einen neuen Film zu sehen. Könnt ihr für die Leute in ganz kurzen Sätzen beschreiben, worum es geht und was für Figuren ihr verkörpert? Es geht um vier untergetauchte Juden in Berlin der 40er Jahre, die sich verstecken und denen wir folgen über 3 Jahre. Und dann geht es vor allem um so die letzte Generation der Zeitzeugen, die in dem Film nochmal zu Wort kommen und eigentlich ihre Erfahrungen schildern. Und in dem Fall ist es eigentlich ein Mix zwischen Spielszenen und einem Interviewanteil von den realen Personen, die nochmal alles zusammenfassen. Und Zweiter Weltkrieg mag vielleicht abschreckend sein, aber das ist vielleicht eine der letzten Möglichkeiten, überhaupt nochmal Zeitzeugen, die dabei waren und die es erlebt haben, eigentlich so zu Wort kommen zu lassen. Und deswegen ist es nicht mal langweilig und es ist auch nicht so ein negativer Erinnerungsfilm, wo man irgendwie schlechte Laune bekommt, sondern es geht ganz klar um eine Zeit, in der junge Leute quasi nochmal erzählen, was sie in ihrer Jugend erlebt haben und in einer recht positiven, also für die Verhältnisse recht positiven Erzählung. Ich finde, es lohnt sich sehr, den anzuschauen. Und es ist nicht nur ein weiterer Zweiter Weltkriegsfilm. Nein, man muss auch sagen, dass der nicht so düster wie andere Filme ist, die dieses Thema behandeln, sondern mit eigentlich einem totalen positiven Aspekt rausgehen. Und zwar der Hoffnung, erstens zu überleben mit dem richtigen Willen und auch mit der Hoffnung der Hilfe von anderen Menschen, die ja heute genauso gebraucht wird. Ich glaube, dass man da eher leicht rausgeht, als dass er einen runterzieht. Und man muss auch sagen, dass vor allem bei den Originalinterviews, dass da ein totaler Witz mit drin ist. Dass die erzählen mit einer Leichtigkeit und auch mit einer Freude über die Zeit, die wirklich überraschend ist. Also es ist kein Downer. Ja, so ähnlich habe ich es auch empfunden. Eigentlich ganz genauso. Was mir besonders gefallen hat, war eben, dass er aus der Sicht der Jugendlichen ist, weil die meisten Zweiten Weltkriegsfilme sind ja eher aus Sicht von älteren Personen, die ganz älter irgendwelche Offiziere früher mal oder eben Geschichtsprofessoren, die da ihren Senf dazugeben. Deswegen fand ich das auch mit den Zeitzeugen, dieser Aspekt, dieser Balance zwischen Real-Interviews und Spielfilm, fand ich sehr gelungen persönlich. Könntest du so mir mal kurz beschreiben, wie es war, sich so in die Rolle hineinzuversetzen, sich mit der Rolle auseinanderzusetzen? Und ich kriege die Frage relativ oft, auch gerade bei dem Film. Wahrscheinlich denkt man, weil es ein Kostümfilm ist, dass es vielleicht deutlich schwieriger ist, sich da jetzt reinzuversetzen. Und ich komme mir mal ein bisschen schlecht dabei vor, wenn ich feststelle, dass ich so viel gar nicht getan habe, außer mich mit der Figur zu beschäftigen und mit der Lebensart vielleicht. Und dem Prinzip, dass der Tschoma Schönhaus, den ich verkörpere, jetzt Pässe fälscht, was mich interessiert hat. Und es gleichzeitig jetzt Zeitzeugeninterviews gab, die ich irgendwie mir angeschaut habe über eine lange Zeit. Tschoma hat auch ein Buch geschrieben und so. Aber am Ende habe ich, glaube ich, immer versucht, so in den Momenten so authentische Situationen zu finden. Und da kann man sich gar nicht, also ich kann mich darauf gar nicht so gut vorbereiten manchmal, weil ich dann irgendwie spüren muss, was passiert da am Set. Manche Schauspieler kenne ich auch noch gar nicht. Und dann
findet man sich dann so. Und es ist so ein Mix zwischen irgendwie vorbereitet sein und irgendwie aber auch sich so ein bisschen fallen lassen. Also bei mir, ich will jetzt nicht faul darüber kommen oder so, aber es ist irgendwie, ich versuche mich da jetzt auch nicht so reinzusteigern und irgendwie anzufangen, mir irgendwie auf dem Flohmarkt irgendwelche Zweite Weltkriegsfotos irgendwie anzugucken oder so. Das schaffe ich gar nicht. Ich versuche so ein bisschen so go with the flow mäßig und so. Also ja, durchaus. Du hast dich gut vorbereitet. Besser als ich? Viel besser. Was ist denn los mit dir? Nee, was natürlich total hilfreich ist, ist, wenn du Aufnahmen hast von der Person, die du spielen sollst. Wenn das, wenn du die Person reden hörst und von sich erzählen hörst, das ist die beste Vorbereitung, die du haben kannst. Zudem unser Regisseur sich über Jahre so oft mit denen getroffen hat, dass auch der einfach der perfekte Ansprechpartner war, um einfach Infos zu geben, wie diese Menschen drauf sind und vor allem auch drauf waren. Jetzt hast du ein Interview, wie die 70 Jahre sind. Das ist natürlich ein Tacken anders als mit 17. Aber es war auch sehr klar geschrieben und ich habe auch das Gefühl, dass man da, man kann sich da auch nicht so wahnsinnig viel ausdenken. Man muss dem, was geschrieben ist, dem, was man zu sehen bekommt, irgendwie da sich einfließen lassen, weil es eben echte Figuren sind. Da kannst du ja jetzt nicht auf einmal in deiner, weiß nicht, Vergangenheitskiste, die du dir gerne für Figuren anlegst, kramen. Das haut halt einfach nicht hin. Da ihr gerade gesagt habt, ihr habt euch die Interviews von den Zeitzeugen angesehen. Habt ihr die persönlich auch getroffen und euch mit denen ausgetauscht? Die Zeit vorm Dreh war nicht da, leider, weil ich recht kurzfristig drauf gekommen bin. Hanni war aber am Set bei uns. Und so habe ich sie da kennengelernt und so hat sie hinter der Kombo gesessen und geguckt, ob ich das auch alles richtig mache. Mein Stresslevel an dem Tag war ein bisschen höher. Das setzt einen schon unter Druck, weil man da natürlich irgendwie ist ihr, wie sagt man, es nicht gerecht machen möchte, aber natürlich möchte, dass es ihr gefällt, was sie sieht. Sie war zum Glück auch sehr nett, aber ja, das war ein sehr spannender Tag, als sie da war. Und jetzt ist sie viel dabei zur Promo und sie ist auch zum Glück super happy mit dem Film, was so das größte Kompliment ist, glaube ich, für uns. Ja. Und das Wichtigste, dass sie glücklich ist und sie auch das Gefühl hat, dass das genauso dargestellt ist, wie es war. Ja, bei mir war es so, dass Tjoma Schönhaus ist, glaube ich, kurz vorm Dreh oder verstorben, hat sowieso in der Schweiz gelebt. Das heißt, da kam es jetzt auch nicht zum Treffen. Das hätte ich tatsächlich schön gefunden, weil es ein sehr, sehr amüsanter Zeitgenosse gewesen zu sein schien. Das kam jetzt nicht dazu, aber wenn ich jetzt so merke, dass jetzt so die Hanni Levy dabei ist und so, das ist einfach köstlich. Das ist so schön, also mit nochmal dieser Generation nochmal zusammenzutreffen, die jetzt ja einfach langsam ihre letzten Jahre erlebt. Das ist irgendwie schon so, sehr besonders. Ja. Ja, ich fand ja gerade die Aspekte der weiße Fälscherei, dann du färbst dir die Haare blond im Film. So fand ich sehr interessant, weil auch dieses Vorurteil eben im Zweiten Weltkrieg blond, blauäugig, so, das trifft ja in diesem Fall voll zu. Von den Sets her, von den Drehtagen her, wie lange hat es eigentlich gedauert, dieses ganze Projekt umzusetzen und wie lange habt ihr so die Zeit am Set gehabt und auch die Zeit gebraucht, um euch mit diesen Charakteren mehr auseinanderzusetzen? Wir haben sowas um die 30 Tage, würde ich sagen, haben wir gedreht. Was ist so der Schnitt jetzt? Ich weiß gar nicht mehr genau, wie viele Drehtage es waren. Aber es ist ein Schnitt für einen Kinofilm. Die Vorproduktion läuft deutlich länger. Also für die anderen Beteiligten sogar noch länger als für uns Schauspieler. Wir sind ja, kommen ein bisschen kurzfristiger rauf und dann sind wir abgedreht quasi und dann sind wir auch im Schnitt ja nicht mehr dabei oder so. Was wahrscheinlich auch besser ist. Und deswegen würde ich so sagen, man hat mit so einem Projekt, also mir fällt es total schwer, eigentlich mal zu sagen, wie lange bin ich mit so Projekten beschäftigt. Das ist
von dem Moment, wo man es weiß, dann vergeht meistens noch Zeit, Finanzierung. Dann wird es irgendwann, gibt es eine heiße Phase davor, da fängt man an, sich zu treffen, Leseproben, dann hat man Kostümproben, Maskenproben. Es ist dann wird es schon auch das erste Mal ein bisschen, verbringt man viel Zeit eigentlich schon mit dem Projekt und da vergeht dann auch viel Zeit. Man arbeitet dann einfach de facto schon, aber dreht noch nicht. Und dann gibt es nochmal das bis zur ersten Klappe und dann dem Dreh und da ist man dann einfach schon so meistens so, im besten Fall schon so drin und findet dann immer seinen Weg tiefer rein und da haben wir verschiedene Tage in ganz Deutschland, in Frisberg-Holzen und weiß ich wo, überall irgendwie gedreht und dann fühlt sich manchmal an, als würde man schon Ewigkeiten drehen und dann ist es aber auch gleich schon wieder vorbei. Nee, eigentlich hast du das extrem gut beantwortet. Dankeschön. Sehr gut, Max. Ja. Ja. Wie war eigentlich so die Stimmung zwischen euch so am Set mit dem Regisseur, mit den Co-Darstellerinnen, Darstellern? Also meine Figur ist ja recht viel alleine. Ich war immer ein bisschen neidisch auf meine Kollegen, weil die mit so vielen netten Kollegen spielen durften und ich musste immer alleine in meinen Szenen rumlaufen, was ganz schön ist, dass so ein Film selten chronologisch gedreht wird. Das heißt, wir haben uns alle trotzdem immer am Set gesehen, während der eine gewartet hat, dass der nächste dann mit seiner Szene fertig ist und so weiter. Und mit Klaus, ich fand das ein recht angenehmer Dreh, weil es ein recht ruhiger Dreh war, so unaufgeregt. Es wurde einfach versucht, so gut wie möglich mit dem Geld und der Zeit, die man hat, diese Geschichte zu erzählen. Ständig mit dem Wissen, dass es irgendwie ein bisschen um mehr geht, weil man eine Verantwortung hat, das so gut wie möglich für diese Leute nochmal zu zeigen. Und so war das recht ruhig eigentlich. Konzentriert und ruhiges Arbeiten. Für mich aber, wie gesagt, ich war auch alleine die ganze Zeit. Du hattest ein paar lustigere Kollegen dabei. Ja, ich hatte ein bisschen mehr Kollegen dabei und die kann man aber auch sowieso nochmal hervorstellen. Also es ist wirklich ein Film, also zu den quasi vier Zeitzeugen, die definitiv die Hauptrollen sind in dem Film, gesellen wir uns, wir machen ja den Spielanteil und sind wir quasi als vier nochmal Protagonisten. Und dann kommt da so ein hochkarätig tolles Ensemble von so tollen Schauspielern, also Sergei Moya und Andreas Schmidt und Florian Lukas und es ist wirklich Rick Okon und Lukas Reiber und wirklich richtig feine, junge und alte und sowieso Schauspieler, Michael Kind und wer mir alles, Naomi Kraus, die mit dir spielt, Kühnert. Steffi Kühnert, also es ist wirklich, da sind ganz, ganz feine Schauspieler dabei und die sozusagen diese Welt zum Leben erwecken, die Helfer und die Versteckten und die Nazis und die guten Nazis und die bösen, also wieso, sowieso, ne, also es gibt. Und dann hat man, wenn man so ein tolles Ensemble hat, dann ist auch manchmal nett in der Drehpause. Weil dann schnackt man oder raucht eine Zigarette zusammen. Ja, die ja gerade erwähnt hast, Florian Lukas, ihr hattet für meine Verhältnisse persönlich so die besten Szenen im Film. Die fand ich genial mit Werner Schaaf und Zioba. Fand ich richtig gut gespielt. Wie lange habt ihr eigentlich dafür gebraucht, bis so die ganzen Szenen im Kasten waren? Wie viele Takes? Na, das ist ja immer unterschiedlich, aber in dem Fall war nicht viel Zeit da und nicht viel Geld. Das heißt, es musste relativ schnell gehen. Man hat dann am Tag mehrere Szenen gedreht und dann hat man vielleicht nur einen Vormittag für eine Szene und dann muss die fertig sein. Und zwar nicht nur die eine Richtung, also das Close-up auf dich, sondern auch die Gegenrichtung und vielleicht die Totale und vielleicht will man auch eine Fahrt machen. Also es ist nicht viel Zeit für sowas da. Ich würde sagen, für die wirklich großen Szenen hat man da mal sowas wie 4-5 Stunden und alles, was so sich dazwischen beim Weg, 3, zack, weiter und so. Also so habe ich es, glaube ich, wahrgenommen. Es musste schon sehr schnell gehen. Und weil wir den besten Kameramann, einen der besten Kameramänner der Welt hatten, ging das auch, weil der einfach so schnell arbeitet und trotzdem so ein Licht setzen kann. Ansonsten ist so ein Pensum oft eigentlich ein Genickbruch. Willst du noch was so sagen? Nein. Ja, mich würde auch noch interessieren, und zwar, die Sets sind ja meistens nachgestellt, aber im Vorhinein erkundigt man sich auch so, wie die Originalschauplätze so waren. Habt ihr davon überhaupt was mitgekriegt, so von diesen Originalschauplätzen?
wie die dann nachgestellt wurden? Naja, es gibt manche Straßenzüge in Berlin, die dann mit den Fensterscheiben und Frontscheiben von Cafés auf alt gemacht wurden und Laternen. Ich finde das immer sehr besonders, wenn man durch Berlin läuft, sein Berlin, was man kennt. Jetzt sind wir beide Berliner und Straßenzüge so verändert werden. Das ist immer, finde ich, irgendwie sehr besonders. Ich glaube, so richtig nachempfunden der Originalwohnung zum Beispiel, das ist in meinem Fall nicht passiert. In deinem Fall weiß ich das nicht, glaube nicht. Ich glaube, dass das dann schon ein bisschen freier gestaltet wurde. Du musst halt Orte finden, die der Zeit entsprechend aussehen. Ja. Und das ist immer besonders. Das ist auch hier wieder gut gelungen, finde ich. Das haben die toll gemacht. Und es gibt diese Häuser noch in Berlin. Das ist halt auch faszinierend, ne? Es ist auch toll, dass es die so noch gibt. Ja, letzte Frage. Ja, da wären wir eigentlich schon am Schluss. Da würde mich dann einfach mal interessieren, so was für Projekte ihr in Zukunft geplant habt, was bei euch als nächstes ansteht, wo ihr schon im Dreh verankert seid. Genau. Ich habe jetzt gerade gedreht, ich habe Safari gedreht, mein Teampulli abgeschnappt. Genau, der kommt irgendwann nächsten Sommer raus. Und ansonsten drehe ich jetzt eine zweite, also eine letzte Finalfolge gibt es noch von Sense8, was ziemlich cool ist. Und dann habe ich davor noch einen Berliner Film gemacht, der wird auch nächstes Jahr irgendwann kommen. Also ich würde einfach mal sagen, irgendwie, ja, einfach mal die Augen offen halten. Wa? Einfach mal die Augen offen halten. ich habe gerade einen Dresdner Tatort abgedreht, der glaube ich, sehr besonders wird und Anfang nächsten Jahres laufen wird, Januar, Februar so. Und sonst drehe ich ab nächster Woche die Sky-Serie 8 Tage. Und da freue ich mich sehr drauf, weil das sind fantastische Bücher. Und das ist echt ein tolles Projekt. Da freue ich mich. Und dann drehen wir auch mal wieder zusammen. Oder? Und dann können wir auch wieder mal bitte endlich zusammen drehen. Ja. Dass es nicht zu lang wird. Einfach. Nein, ich vermisse es auch schon wieder. Ja. Okay, ja. Dankeschön. Danke euch. Als erstes habe ich mir das gelbe Ding abgetrennt. An dem Tag begann dann meine Illegalität. Ich habe vermieden, irgendwelche Menschen ins Gesicht zu gucken. Sie möchte sie blond haben. Und vielleicht übertreibt man dann dabei. Es ist Endstation. Hier kommst du nie mehr raus. Aufmachen! Es ist nicht gut, mehr zu wissen als unbedingt notwendig. Es gibt nur wenige Menschen, die schweigen können, wenn man den Finger zwischen einen Türspalt klemmt und die Tür zuschlägt. Ich hab doch gar nichts gesagt. Und warum fragt mich der Metzger dann, ob wir einen jüdischen Jungen bei uns versteckt haben? Ihre Arbeit ist von größter Wichtigkeit. Sioma? Wir kennen uns doch. Mutter hat erzählt, dass Stella für die Gestapo spitzelt. El? El Lewinsky, bist du's? Wo ist der? Wenn ich in 2 Stunden nicht zurück bin, dann... Wir müssen Flugblätter machen. Es geht hier um Leben und Tod. Mama, von welchem Onkel ist Eugen der Sohn? Jetzt mach deine Hausaufgabe weiter.